Ja, jetzt willkommen zu einem neuen Walkthrough. Wir sind wieder in Silent Hill angelangt, da ich ja kürzlich mal Silent Hill 3 aufgenommen habe, was wahrscheinlich schon oben sein wird, wenn ihr das hier seht. Oh, und ich brauche gar keinen Reset machen, damit irgendwas hier jetzt passiert. Aber es läuft nicht das Intro. Ist auch egal, ist auch alles durcheinander. Was nicht durcheinander ist, ist der Kollege, den ich mir heute mal endlich wieder dazugeholt habe, der dieses Spiel schon mal auf seinem Kanal aufgenommen hat und da auch nicht gegeizt hat mit einer guten Mischung, wie immer, aus Wut und Kompetenz. Ja, hallo, hier ist der Shepard und ich werde dem Schein jetzt mal seine Jugendrevue passieren lassen. Oder, na gut, war ja schon fast erwachsen, sag ich jetzt. Ja, es kann mich erinnern, meine Schwester, die hatte das Silent Hill. Ich weiß nicht, ob es die Demo-Version war oder ob es die Vollversion als gebranntes Spiel war. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern an den Anfang, den ich da gespielt habe. Mehr dann aber auch nicht. Und dann, ich hatte ja selber keine PlayStation. Dann eins meiner ersten PS2-Spiele war Silent Hill 2. Und dann habe ich mir, nachdem ich das durch hatte, den ersten Teil gekauft. Das ist jetzt auch die Version, die wir jetzt spielen, also die deutsche Version. Ja, die ist zensiert. In der Schule laufen keine Kinder rum. Aber ist ja auch Ja, scheißegal. Hauptsache das Spiel ist das Spiel. Hauptsache, das Spiel ist das Spiel, genau. Ich habe es das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt. Also ich weiß noch so ungefähr die Charaktere und die Ortschaften, wo wir hinkommen. Und sonst aber auch nicht viel. Ich kann mich echt an keinen Bossgegner mehr erinnern. Auch nicht so an die Puzzles und sowas, aber ja, mal schauen. Kriegen wir hoffentlich irgendwie auf die Kette. Ja. Ich war ja doch überrascht, also der dritte ist ja mein Lieblingsteil, war ja doch überrascht, wie wenig ich von dem Story zusammen habe mit dem ersten Teil noch so, was bestimmte Details angeht, in Erinnerung hatte. Aber naja, gut, wir werden mal schauen, ob wir das hier so ein bisschen wieder aufarbeiten können. Bin ich mir sicher, dass du wieder weißt, wo du stunst. Ja. Ich weiß auf jeden Fall noch, unser Hauptprotagonist heißt Harry Mason. Das wird ja auch im dritten Teil erwähnt. Ah ja, und die Polizistin Harry oder ist Henry? Harry. Harry. Henry ist aus dem vierten. Ach genau. Da komme ich selber schon durcheinander. Ja. Oh, übrigens heißt Die. so auch ein, so heißt übrigens auch ein Whisky, ein Bourbon. Harry Mason? Mhm. Oh Gott, kann ja nur Nee, kann das Scheiße richtig. sein. Es ist Bourbon, verdammt. Ja, gibt's aber nicht bei Aldi Nord. Ja, hätte mich auch gewundert. Anne, das ist ja richtig lang, das Intro. Ich hätte Ja. gewonnen. Aber ich kann mich irgendwie erinnern davon von der alten da. Da gibt es doch irgendwie es gibt doch irgendwie so ein Outtake-Video, wo die so am Rumtanzen sind, oder? Auch diese alte, wo die so wie auf so einem Disco-Dancefloor da am Rumtanzen sind, kann ich mir noch irgendwie Ach was so. erinnern. Nee, Naja. das hab ich nicht auf dem Schirm. Ja, gut, okay, ist ja Ich auch habe noch auf dem egal. Schirm, dass das Spiel irgendwie fünf Enden hat oder sowas, ne? Ja, das ist ja fast bei allen Silent Hill-Teilen so. Ja. So, gucken wir mal kurz eben in die Optionen rein. Autoload. Ah ja, hier Language. Können ja auch German einstellen. Ja, oder French. Ja. Oh, violettes Blut, ey. Kannst das ja machen wie hier grün, wie bei Resident Evil 2 auf dem N64. Auto-Aiming so auf jeden Fall an. Ja, da kannst du ja auch auf Rot umstellen. So, gibt es noch mehr? Okay. Nee, gibt noch. Gibt noch keine extra Option mehr. Na gut, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf Start und ja, spielen wir auf Normal. Besser ist das. Ja. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie gut dieses Spiel gealtert ist. PlayStation 1, obwohl dafür finde ich dafür sieht es ganz gut aus. Ja, es ist auch eins der wenigen Survival-Horror-Spiele, was ja, die Echtzeit-Grafik für die Hintergründe nimmt und nicht vorgerenderte Bilder wie Parasite Eve oder Resident Evil. Oh, ja, wobei Parasite Eve finde ich auch optisch immer noch gut. Parasite Eve ist.
einer meiner Lieblingsspiele auf der ersten PlayStation. Ja. Kam leider nie hier in Europa raus, was extrem schade ist. Aber naja. Aber im Store gibt es das, glaube ich, auch mit, ja, PlayStation. Genau. Es ist still, zu still. Deswegen heißt der Ort wohl auch Silent Hill, ne? Ja. Das ist so ein Reim. Ja. Cheryl. So. Ah ja, stimmt. Hier im ersten Teil gab es nur die Panzersteuerung. In den anderen konnte man ja dann noch umstellen auf diese 2D-Steuerung. Ja, okay, müssen wir mitleben. Weil ja, die nehme ich eigentlich da lieber. Ja, verständlich. Wobei, du bist ja ein permanenter Resident Evil Oldschool-Spieler, deswegen passt ja Panzersteuerung voll drin. Ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich Spiele hinschmeiße, nur weil die eine Panzersteuerung haben. Wäre fatal. Ja. Vermisst man. Dann lässt man ein paar Sachen aus, die eigentlich gut sind. Ja. Wir sind ja oldschool. Ja. Hey, wait! Stop! Und mal lauf. Laufen wir mal diesen ominösen Schatten hinterher. Genau. Und, so. Achso, da ist die Karte. Start ist Pause und, ach, Select ist das Menü, okay. Boah, das ist was mir bei den Resident Evil Spielen voll auf den Ranzen geht, die Menüs. Aber das ist auch Geschmackssache. Ich fand das bei dem Homecoming so frustrierend. Machst du ein bisschen Michael Jackson hier? Ja, ich einmal mal alle Tasten ausprobieren, weil der geht ja, der geht rückwärts, statt sich umzudrehen. Und kann so ein bisschen hier sidesteppen, ne? Mhm. Ja, ja. könnte auch ein Tänzer sein. Ja. Ich muss übrigens gerade mal anmerken, ich finde nachhaltig, weil da jetzt halt seit einer Zeit lang voll drin bin. Ich repariere übrigens PlayStation 2 Konsolen. Dass PlayStation 2 verdammt viele gute Spiele hat, echt. Also. Sonst wäre es nicht die erfolgreichste Videospielkonsole aller Zeiten. Da bin ich nicht so drin. Das ist eher dein Teil, dein Wissen. Nee, ist sie tatsächlich immer noch mit irgendwie knapp 160 Millionen verkauften Exemplaren. Immer noch die erfolgreichste aller Zeiten. Ist auch wirklich, wirklich gut. Also diese ganzen Outbreak-Sachen, die ich vorher nie gespielt habe, das ist echt guter Scheiß. Ja, es hat in der Konsolengeneration kamen ja sehr viele Survival-Horror-Spiele raus, die leider auch so unterm Radar geflogen sind. Ne? Ja. Wie hab ich mir jetzt auch noch ein paar mal rausgesucht, die ich noch spielen will. Wie Rule of Rose, was extrem teuer ist. Würde ich auch. Nur japanisch oder sowas, ne? Oder? Ja. Ja, kommt von Atlus, ist das, glaube ich, das Spiel. Ja, es ist. Ja, Atlus ist natürlich ein japanisches Softwarehaus, die machen ja auch Persona. Müsste ich wissen. Nee, aber und von From Software, die Dark Souls-Macher, die haben auch ein paar lustige Survival-Horror-Spiele rausgebracht. Mhm. Komisch, es wird immer dunkler. Naja, das ist immer noch besser als nichts. Ja, da hast du früher, als du das selber das erste Mal gespielt hast, erstmal einen Stift in der Hose gehabt. Ja, also als ich das hier das erste Mal gesehen habe, das auf der Konsole meiner Schwester, da dachte ich, da war so echt der Zeitpunkt, ey, da ist irgendwie Resident Evil ist jetzt irgendwie so ein bisschen so Kindergarten dagegen auf einmal, ne? Ich auch. Also, die Silent Hill-Spiele, muss ich auch sagen, deswegen habe ich die auch noch nicht auf meinem Kanal hochgeladen, bis auf das hier. Oder aufgenommen. Ich muss natürlich sagen, die Silent Hill-Spiele, da könnt ihr nehmen, welches ihr wollt, obwohl das eine habe ich noch nicht gespielt. Nee. Shattered Memories habe ich noch nie gespielt und das letzte. Down-Tour. Ja. Auch noch nicht, aber ich finde den Rest. Ich kenne die Spiele, die Atmosphäre spielen, sind ein bisschen schöner als ein. Nein! Ich hab doch keine Waffe, was soll ich tun, ey? Verbrennen Sie! Oh Gott. Mit dieser drehenden Kamera, das ist jetzt auch irgendwie so, als hättest du gerade voll einen im Kahn, ne? Kommt aber geil, wenn man zuguckt. Ja. Beim Spielen fand ich es, glaube ich, nicht so gut. Ja, und da ist schon unser erster Tod.
So schnell kann es gehen, also. Ja. Ja. Und das bei einem, der normalerweise nie stirbt. Ja, genau. Ja, wenn ich sterbe, dann ist das sowas, eine Traumsequenz. Genau. War vollkommen klar. Ja. Sybil ist das, oder Sybil heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Jetzt haben wir erstmal länger Cutscene. Ja. How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. Ich will mal fast irgendwie was. Ich muss meine Gedanken auf das Spoilern. Muss ich runterschrauben. Also nicht für dich, sondern gucken ja Leute zu, wahrscheinlich bei dir, die das Spiel gar nicht kennen. Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. Das mit Sprachausgabe, ja, ne? Ja. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Have you seen a little girl? Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. What's your name? Harry. Die steigen auch alle Harry Mason. So, die Spiele, die starten irgendwie alle so direkt auch rein, ne? Also, du hast nicht groß irgendwie Umschwenke, gleich so, oh, ja, Stadt, irgendwas stimmt nicht, weitermachen. The phones are all dead. And the radio bei 3 wirst du, glaube ich, sogar gleich eine Action-Sequenz geballert, ne? Da hast du gar keinen Vorgelaber, glaube ich, oder so, ne? Ja, das ist eine Traumsequenz, wenn du das, wenn du nicht ein New Game Plus startest, dann bist du ja in einer Traumsequenz in dem Vergnügungspark. My daughter. I've gotta find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Got that. Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir da mal irgendwann von der Unterstützung was sehen. Ja, also es kann nur mehr kommen als von von Victor. Ja, Tonicum. Ah, das sind unsere Gesundheitsdrinks. Gesundheitsdrinks. Küchenmesser. Ja, nehmen wir mit. Die heißen, glaube ich, auch in jedem Spiel gleich, ne? Ist immer Gesundheitsdrinks, glaube ich. Ja, sie heißen da halt Gesundheitsdrinks und nicht Tonicum. Ist kaputt, ich kann nichts hören. Ach so, das Radio kann ich noch gar nicht mitnehmen. Ich gedacht, das ist doch Silent Hill, da muss man eigentlich ein Radio kriegen. Tonicum. Taschenlampe, ja, das klingt doch schon mal. Klingt doch schon mal nach was. Das ist eine Karte des Wohngebietes. Mitnehmen. Ja, machen wir. Brauchen wir bestimmt 350 Mal. Und ist das auch noch was? Alter, heute habt ihr eben gesehen, als er sich zu dem Ding hier hingedreht hat. Im Hintergrund vor dem Fenster, habt ihr das gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, irgendwie. Ja, das ist. Achtet man, ich habe es auch zum ersten Mal gesehen, weil ich nicht selber spiele.
Eines Tages könnte jemand dieselben grotesken Dinge erleben. Hoffentlich werden meine Aufzeichnungen dann von Nutzen sein. Ach so, das ist der Speicherpunkt. Ne? Out of Blocks. Ja, zum Glück haben wir noch eine Memory Card drin, wo Blocks drauf sind. Können wir auch Pinball spielen hier? Ein Flipper, nichts Ungewöhnliches. Ja. Radio kann ich Silent Hill untypisch nicht mitnehmen. So. Musst du noch was triggern? Weil ich doch das Radio eigentlich hinter ist, glaube ich. Achso, ja, okay, da ist Zielen. Naja, gut, dann gehen wir halt. Oh ne, jetzt geht das Radio an. Was ist das? Radio. Was ist los mit dem Radio los? Es kann nichts Gutes verheißen, wenn das rauscht. Wow! Holy Scheiße, Mann! Oh, ich komme hier gar nicht weg hier. Nee, diesmal ist es kein Traum. jetzt können wir es mitnehmen. Okay, cool. Ja, dann sind wir ja schon bestens gewappnet. Bei den Silent Hill Spielen ist sogar teilweise so, dass ich wirklich sagen muss, man sollte eine Menge Gegner auslassen, was ja auch halbwegs möglich ist. Spielen. Das ist da sehr fair, finde ich. Das sehe ich ganz genauso. Wohin könnte Cheryl gegangen sein? Ich denke, ich sollte diese Gasse noch einmal absuchen. Kommst du wieder zu deinen Freunden von eben? Aber das Spiel ist zum Glück so freundlich und zeigt mir, wo diese Gasse ist. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich hier stundenlang im Kreis rumlaufen. Mhm. Warte mal bei Silent Hill 2, Alter. In diesem ersten Apartment bist oder Gebäude oder was auch immer. Oh, hab ich da eine Zeit verbracht. Achso, okay, Dreiecktaste ist. Da kommen wir direkt zur Karte hin. Das ist cool. Das ist sehr cool. Dann machen wir doch mal einen kleinen, schönen Stadtspaziergang. Genau. Kannst du dir noch eine Weihnachtsmannkutte anziehen? Ja. Einen Sack umhängen. Oh, da kommt was angeflogen. Quasi, als würden sie unsere Bewegung exakt kopieren. Ich glaube, hier sind wir schon richtig, oder? Mhm. Müsste die Gasse sein. Ja, cool. Ja, hat der Geier-Sturzflug dich quasi in die richtige Richtung getrieben, ja. Oh Gott, Hunde. Beware of Dog, ja, stand er vorhin auch schon da drauf. Wer hat bloß die Hunde ausgelassen, ne? Mhm, let the dogs out. Diesmal sagt er nichts hier zu diesem Blutfleck. Obwohl es jetzt Realität und kein Traum mehr ist, ne? Ja. Da unterscheidet er nicht mehr. Jetzt ist alles egal. Oh ja, doch, das ist das. Nee, doch, das sind Pistolenpatronen. Ich wollte gerade sagen, da hat jemand irgendwie Zigarettenschachteln liegen lassen oder sowas. Ja, kannst du auch. Zumindest an, drückst du den Gegner im Auge aus. Ja. Oh ja, zur Schule. Das ist eindeutig, oder? Ja. Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. Oh Mann, das wird ein langer Marsch. Midwich Elementary School. Naja, da du die ganze Zeit am Joggen bist, ist ja, wird er nicht so lang. Starrohr, oh yeah. Ich glaube, er hat auch eine richtig penetrante. Da war das bei 2. Bei 4? Also die einer von denen hat, wenn du. Der geht ultra schnell, ist die Puste bei dem weg. Da hörst du den die ganze Zeit röcheln, der hört gar nicht mehr auf.
Ja, es ist irgendwie bei allen so, dass sie halt so Konditionen haben. Aber wenn die Kondition am Anschlag ist, also es können die ja immer noch laufen, nur nicht ganz so schnell mehr dann. Und auch Ja. nicht mehr so schnell die Waffe schwingen, aber nun ja. Na, ist halt realistisch, ne? Ja. Da kannst du auch, da könntest du dann aber auch 3 Minuten auf dem Fleck stehen bleiben und die röcheln immer noch. Ja, und müssen sich halt erholen irgendwann wieder, ne? Ja. Malbuchumschlag, dieses Bild, das bin ich. Cheryls erstes Bild in diesem Malbuch, das ich ihr zum 5. Geburtstag geschenkt habe.